Hallöchen, hier ist wieder euer Glogo und spielt wieder mal eine Runde Game of Thrones. In der letzten Folge haben wir ja eine Weile mit den Nordharten gesprochen und Jenna wurde dabei betreut von einem Maester, sozusagen einen Arzt, und wir werden sie jetzt abholen und zum Essen mitschleifen, glaube ich mal. Mal gucken, ob das hier so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Oh, was ist denn hier? Können wir noch klauen? Oh ja. So, Jenna. Oh, ich habe auch noch klauen. Alter, der Maus ist voll kleptomane. Der nimmt hier erstmal alles. Komm, hier noch ein Archiv und so ein Siegel der Erkenntnis. Einfach mal einen Ring klauen ist auch nichts. So, der alte Hornbrillentyp, der übrigens kein Gestell richtig hat für seine Brille. Aber jedenfalls keine Bügel oder keine Ahnung, wie man das nennt. Hat anscheinend nur Gutes getan, obwohl sie nicht so begeistert guckt. Was denn los, Jenna? Ich bin so froh, dass du hier bist, Mors. Wie geht es dir? Der Maester hat gesagt, dass nichts passieren kann, wenn ich mich ein wenig ausruhe. Gut. Dieser Lord Haldon. Er scheint ja recht freundlich zu sein. Aber offensichtlich weiß er eine ganze Menge über uns. Zu viel, wenn du mich fragst. Glaubst du, du bist in der Lage, diesen Ort demnächst zu verlassen? Ich glaube, ich sollte hier noch etwas bleiben. Du musst mich entschuldigen, Mors. Ich weiß, dass du dir Sorgen machst, aber in meinem Zustand kann ich nicht reisen. Das ist kein Problem. Machen wir das Beste draus. Du musst erst wieder zu Kräften kommen. Wir werden zum Abendessen erwartet. Meinst du, das schaffst du? Ja. Perfekt, aber ich denke mal, lieber keine Eile, denn wir sind hier in augenscheinlicher Sicherheit. Und sie soll ja alles ruhig machen und so. Wir wollen ja auf keinen Fall, dass sie ihr Kind verliert. Die arme Jenna, dann wäre sie ja am Boden zerstört. Ich habe noch etwas zu erledigen. Ich werde dich finden. In Ordnung. Ich warte hier auf dich. Ach so? Eigentlich wollte ich mit ihr langsam da jetzt hinschlendern. Aber wir können uns hier noch ein bisschen umschauen. Geht's denn hier lang? Achso, hier geht's quasi zum Essen. Und, oh, ich kann mal noch was klauen. Mann. Okay, ich glaube, ich renne jetzt nicht noch irgendwie weiter dumm rum. Wir holen jetzt die Jenna ab. Und dann werden wir schön schnabulieren. Möchtest du etwas essen? Oh ja. Ja, gehen wir zu diesem Lord Haltom. Wie du. Ach, wir können noch mit dem Martin sprechen. Machen wir gleich mal. Ich verlasse mich darauf, dass ihr eure Freundin zu einer Ruhepause verhelft. Am besten geht ihr keinerlei Risiken ein. Ich habe schon genug junge Frauen gesehen, die ihr Kind verloren haben. Also weiß ich, dass man erst auf der sicheren Seite ist, wenn das Kind das Licht der Welt erblickt hat. Ich verstehe. Ich werde vorsichtig sein. Vielen Dank für eure Mühen, Meister Martin. Okay, wir können nochmal mit ihm reden, oder was? Meister? Was ist das für ein Instrument, das ihr in eurem Gesicht tragt? Das sind myrische Linsen, meine Liebe. Damit kann ich besser sehen. Soweit ich weiß, suchen die Linsenhersteller von Myr ihresgleichen in der Welt. Sehr beeindruckend. Wart ihr schon einmal dort? Nein, mein Kind. Westeros ist groß genug für mich. Es dauert länger als ein ganzes Leben, alle Vorzüge zu entdecken. Okay, der erzählt uns anscheinend nur Geschichten. Irgendwelche Geschichten. Wir werden da später vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Werde ich mal sehen, ob wir das machen. Und jetzt werden wir mal zu Lord Haltom. Ja. Wenn ich mich nicht gerade verlaufe. So. Da hinten steht er und, da, den kennen wir doch, den hier. Der hat uns so in der Arena mit dem Lannister begleitet. Nun, junge Frau, geht es euch besser? Ja, Maester Martin hat mir einen Trank zubereitet und die Schmerzen sind verschwunden. Ich bin euch zu Dank verpflichtet. Er sagte, dass alles wieder in Ordnung kommt, wenn ich mich nur ausruhe. Fantastisch. Ich bin so erleichtert. Ihr könnt so lange hier bleiben, wie ihr wünscht und euch erholen. Ich danke euch. Gern geschehen. Es ist mir eine Ehre, euch auf Burgholz empfangen zu dürfen. Bitte, setzt euch doch zu mir an den Tisch. Also, ihr müsst völlig erschöpft sein nach all diesen Strapazen. Bitte bedient euch.
Vielen Dank für diese Mahlzeit, Lord Halton. Jenna, meine Liebe, ich muss euch etwas sagen. Vor langer, langer Zeit wurde mir die Ehre zuteil, eurem Vater zu begegnen. Was? Ihr kennt meinen Vater? Euer reizendes, silbernes Haar kann eure Herkunft nicht verschleiern, Milady. Ich muss gestehen, dass ich euch für eure direkte und noble Abstammung von Valyria bewundere. Sagt mir, gibt es etwas, das höher geschätzt wird als das Massakrieren, Vergewaltigen und Verbrennen von Menschen? Das ist genau das, was mein Vater meiner Mutter und vielen anderen Menschen angetan hat. Oh, oh. Ich fühle mich benommen. Hör mal, ich... Können wir dieses Gespräch vielleicht später fortsetzen? Moss, alles in Ordnung? Ja, ich muss mich nur ein wenig ausruhen. Es stimmt, dass König Aerys seine Schattenseiten hatte. Und eure Geschichte schmerzt mich, Milady. Ich verstehe zwar eure Vorbehalte, aber die Targaryen-Dynastie regierte 300 Jahre lang. 300 Jahre des Friedens und Wohlstands. Es gab einige Konflikte damals, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Ereignisse, die im goldenen Zeitalter des Hauses Targaryen nur ein zarter Schandfleck waren. Jenna, euer Vater war leider einer der letzten der Blutlinie. Wegen Roberts Rebellion ist das alles verschwunden. Und was ist uns geblieben? Ein Reich mit einem Volk auf Knien. Westeros verdient ein solches Schicksal nicht. Die rechtmäßigen Könige müssen wieder an die Macht kommen. Und ihr glaubt, ihr meint, dass Jenna die Erbin ist, die ihr braucht? Ihr wisst sicherlich, dass ich lediglich einer von Aerys Bastarden bin, oder? Mein Name ist Graustein, nicht Targaryen. Macht euch keine Sorgen über solche Kleinigkeiten, meine Liebe. Eure Familie ist immer noch hoch angesehen und das Volk würde den Drachen bei seiner Rückkehr mit offenen Armen empfangen. Für das gemeine Volk reicht schon die richtige Haarfarbe. Was das Volk wirklich will, ist ein Symbol. Ein Symbol? Ein Symbol einer durchgedrehten und massakrierten Blutlinie? Ein Tribut an das Spiel um Throne? Ich habe so lange versucht, ein friedvolles Leben zu führen. Und jetzt bittet ihr mich, meinen Kopf in ein Schlangennest zu stecken? Es ist unsere Pflicht, die natürliche Ordnung wiederherzustellen, Lady Jenna, und dem Usurpator den Thron zu entreißen. Eieiei, irgendwas ist mit Mors. Ich weiß nicht, ob er wirklich innerhalb von Sekunden sich zugesoffen hat oder ob da wirklich irgendwie was nicht ganz rein ist, was er da getrunken oder gegessen hat. Und das Gespräch wird auf jeden Fall zu gefährlich. Wir sind nicht hier, um uns über Politik zu unterhalten, Lord Halton. Nehmt euer Schicksal in die eigenen Hände, Jenna. Wenn ihr euch uns anschließt, könnt ihr das Leben führen, von dem ihr immer geträumt habt. Mein Kind ist noch gar nicht auf der Welt und schon ist es Opfer eurer politischen Machtspiele. Glaubt ihr wirklich, dass ich von einem solchen Leben träume? Ihr versteht das falsch. An unserer Seite wird er immer sicher sein. Wir werden ihm auf den eisernen Thron verhelfen. Ich will mit dem verdammten Thron nichts zu tun haben. Ich will das alles vergessen und ein friedliches Leben führen, weit weg von der Politik. Und was ist mit ihm? Euch ist doch wohl bewusst, dass euer Kind der Thronerbe ist, ob ihr nun unter unserem Schutz steht oder nicht. Seine Feinde werden ihn früher oder später in all dies verwickeln. Wollt ihr das wirklich? Habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt? Dinge, die mit der Krone zu tun haben, interessieren mich nicht. Und ich werde mich niemals in eure Machenschaften hineinziehen lassen. Ich verstehe. Es gibt also keine Möglichkeit, euch Vernunft beizubringen. Glaubt mir, das beunruhigt mich. Ich habe nur noch eine Frage. Erinnert ihr euch an die Jagd, bei der ihr den Usurpator kennengelernt habt? Glaubt ihr etwa, dass das ein Zufall war? Worauf wollt ihr hinaus? Die Organisation war unsere Aufgabe. Der König reagierte auf die Einladung eines Freundes. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich eure edle Abstammung entdeckt und mir wurde klar, dass es meine Pflicht ist, euch bei der Erlangung des Throns zu unterstützen. Ich hatte alle nötigen Vorbereitungen getroffen, sodass ihr eine heimliche Affäre mit dem Usurpator eingehen konntet. Das ist der Grund dafür, dass in den Adern eures Kindes sowohl das Blut des Drachen als auch das des Hirsches fließt. Robert würde sich niemals manipulieren lassen. Er hat die Sieben Königslande erobert.
Es sei denn, ihr hattet genug zu trinken. Das zeigt schon eine gewisse Ironie. Immerhin ist es vergleichbar mit dem, was heute Abend mit eurem Freund passiert ist. Verdammt, er hat uns vergiftet. Bastard, ihr. Ihr werdet mein Schwert zu spüren bekommen. Wachen, ergreift sie! Alter, dieses Arschloch. Na, die machen wir auch mal richtig kalt jetzt hier. Oh, oh. Ich glaube, das nimmt nicht kein gutes Ende. Machen wir mal ein Goal in der Tiefe. Noch ein Goal in der Tiefe. Oh oh. Und wir haben keine Fiolen. Scheiße, Mann. Oha. Was hat dieser Harton denn vor, bitteschön? Ich bin sprachlos. Das reicht, Gump. Ich glaube, er ist jetzt soweit. Ich werde ihn befragen. Hör jetzt gut zu. Wenn du uns erzählst, was wir wissen wollen, werden wir dir nichts tun. Wenn du mir aber Ärger machst, wird Gump sein Lieblingsspielzeug holen. Als er das letzte Mal jemanden bearbeitet hat, wurde der arme Kerl zum Krüppel und konnte gleich durch mehrere Löcher trinken. Jedenfalls 2 Monate lang, bis wir ihm den Garaus gemacht haben. Und glaub mir, du willst nicht, dass dir dasselbe widerfährt. Wir fangen mit einer einfachen Frage an. Wer bist du? Ach, das ist ein verdammter Test. Und warum foltern die uns verdammt nochmal? Morris Westford, eingeschworener Bruder der Nachtwache. Du bist ja ein ganz Schlauer. Das macht die Sache einfacher. Nächste Frage. Wer ist das Mädchen, mit dem du unterwegs bist? Wieder nur ein Test, denn er weiß es genau. Jenna. Jenna Graustein. Nachfahrin von Aerys dem Zweiten Targaryen. Lass uns so weitermachen, mein Freund. So ersparst du dir unnötiges Leiden. Wie lautet deine wahre Mission? Ach, Mann, Mann, Mann. Ja, ich denke, dass wir die Wahrheit sagen sollten. Jemand mit viel Macht hat versucht, Jenna anzugreifen, als sie sich im Norden versteckt hielt und beging den Fehler, seine Männer gegen die Nachtwache in den Kampf zu schicken. Ich bin der, der dafür sorgen soll, dass er für diesen Fehler bezahlt. Und der Brief vom Lord Kommandanten, der dich als Anwerber ausweist. Was ist das? Der erlaubt mir, die Dinge so anzupacken, wie ich es für richtig halte. Interessant. Ich glaube, du sagst die Wahrheit. Und weil du nicht versucht hast, uns hinters Licht zu führen, lassen wir dich jetzt etwas verschnaufen. Wir haben nämlich noch viele Fragen an dich. Morgen komme ich wieder, damit wir unser nettes Gespräch fortführen können. Der Schmerz ist zu groß. Ich kann mich nicht in den Hund hineinversetzen. Jedenfalls wollten sie dich anscheinend zum Reden bringen. Solange du interessante Dinge zu erzählen hast, sollten sie dich am Leben lassen.
Ich muss durchhalten. Ich muss am Leben bleiben. Für Jenna. Ich würde sagen, er ist wach. Aber gut sieht er nicht aus. Gut geschlafen? Ich hoffe, wir kommen heute genauso gut miteinander aus wie gestern. Aber ich zweifle ein wenig an deiner Aufrichtigkeit. Wir haben John Arryns Brief bei deinen Sachen gefunden. Wir wissen, dass er dich geschickt hat. Die Frage ist nur, warum? Weiß er von unserer Bruderschaft? Ach, ich sage die Wahrheit. Ich weiß nichts davon oder welche Bruderschaft, ich verstehe nicht. Ja. Arryn hat mir nichts erzählt. Er hat mich nur gebeten, das Mädchen zu beschützen. Also, warum bist du mit ihr unterwegs? Ich habe dir schon gestern gesagt, dass eine mächtige Instanz hinter ihr her war, ohne die Konsequenzen für die eingeschworenen Brüder zu bedenken. Wenn sie dort geblieben wäre, hätte die Nachtwache vielleicht weitere Angriffe auf sich gezogen. Also war es das Beste, mit mir zu kommen. Nun gut. Ich glaube dir. Ich bin enttäuscht. Andrew hat uns versichert, dass du eine harte Nuss bist. Anscheinend hat er sich getäuscht. Wenn du so weitermachst, wird Lord Halton dafür sorgen, dass du für deine Hilfe belohnt wirst. Da kannst du sicher sein. Ich werde ihm erzählen, was du mir erzählt hast. In der Zwischenzeit kannst du dich ausruhen. Sie versuchen es immer wieder, was? Es war richtig von dir, ihnen das zu geben, was sie wollten. Ich muss mich irgendwie befreien. Du hast keine Chance, allein zu entkommen. Aber wenn ich es zuerst schaffe, könnte ich dich losbinden. Ich muss mich befreien, solange ihre Aufmerksamkeit auf dich gerichtet ist. Das ist unsere einzige Chance. Ein Trumpf bleibt mir noch. Mein Hund. Ach, den haben sie auch eingesperrt. Ich hätte eher gedacht, dass sie ihn... Komm, Gump, an die Arbeit. Weißt du was, Krähe? Lord Halton will dich persönlich befragen. Wenn ich du wäre, würde ich ab jetzt aufpassen, was ich sage. Danke, Harris. Das ist jetzt eine Sache zwischen ihm und mir. Welch eine unangenehme Situation, mein lieber Morse Westford. Sieht ganz so aus, als wärt ihr sehr kooperativ. Das ist gut. Weiter so, und ihr bleibt vielleicht am Leben. Fangen wir von vorne an. Woher kennt ihr John Arryn? Ach, ich habe die perfekte Antwort für ihn. Die hätte ich für ihn auch, aber... Ach. Wir stießen zu Beginn von Roberts Rebellion aufeinander, als Tywin Lannister mich aussandte, um die Truppen zu verstärken. Wir haben zusammen den Krieg erlebt und sind Freunde geworden. Er war ein großartiger Mensch. Ja, ich glaube, wir sollten es an dieser Stelle dabei belassen. Offenbar war das, was ihr meinen Männern gestern über eure Mission berichtet habt, doch die Wahrheit. Ich habe Grund zu der Annahme, dass John Arryn nicht von den Plänen der Bruderschaft wusste. Da ihr so hilfsbereit wart, werde ich mich großzügig zeigen. Ihr werdet hier sterben, aber ihr werdet nicht leiden. Dieses verdammte Arschloch. Aber ich habe euch alles erzählt, was ich weiß. Ihr sagtet, ihr würdet mich am Leben lassen. Ich habe gelogen. Kommt schon, das müsst ihr verstehen. Euch laufen zu lassen wäre viel zu gefährlich für unsere Bruderschaft. Hurensohn. Stellt euch nicht so an. Das hier ist das Spiel um Throne, mein Freund. Und bei jedem Spiel gibt es Gewinner und Verlierer. Bringt die Sache zu Ende. Gump hatte schon einige harte Kerle, aber du gehörst nicht dazu. Ein gut gemeinter Rat. Zapple nicht herum. Versuch wenigstens, so würdevoll zu sterben, wie dein Leben nie war. Oh oh. Da. Scheiße. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, wir werden in der nächsten Folge... Der Schmerz ist zu groß. Stopp. Wir werden in der nächsten Folge auf jeden Fall nochmal weitermachen. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Habt noch viel Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Euer... Oh, ja.
Logo-Fehler.